Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Grand Élysée Hotel, heute bei Light and Stars. Und ich kann meine eigene Stimme gar nicht hören, also ich muss ein bisschen improvisieren. Ich möchte Sie heute recht herzlich einladen, denn heute geht es um den guten Zweck hier bei Light and Stars. Prominente und Models werden für den guten Zweck auf den Catwalk flanieren. Und zwar geht es um Dunkelziffer e.V. und Hamburg Leuchtfeuer. Und dazu möchte ich Ihnen ganz kurz einleiten, einige Worte sagen. Dunkelziffer e.V. setzt sich ein, kämpft für sexuell misshandelte Kinder und gegen Kinderpornografie, ein sehr ernstes Thema, und bietet viele Leistungen für Menschen, die betroffen sind. Prävention, Aufklärung, Fortbildung, Therapien. Im Grunde wird alles geboten, um diese Menschen aufzufangen und in Zukunft vielleicht mit solchen Dingen etwas wieder, sag ich mal, wieder als Mensch wieder umgehen zu können. Ja, und Hamburg Leuchtfeuer, genauso wichtig. Das Hospiz war ursprünglich mal ein Versorgungsnetz für Menschen betroffen von HIV und AIDS und jetzt aber auch für Menschen, die eben halt leider eine sehr schwere Krankheit haben und keine große Lebenserwartung mehr haben. Und auch diese Menschen werden dort aufgefangen. Sie werden in ihrem Wohnraum betreut. Und wenn es ganz ernst ist, werden sie auch vom Hospiz aufgenommen. Und da geht es um Selbstbestimmung. Da geht es auch darum, Menschen eben halt aufzufangen und ihnen Lebensqualität zu bieten. Ja, und das sind sehr ernste Themen. Aber heute nochmal die Überleitung. Heute wird gefeiert für den guten Zweck. Heute werden Sie ein Charity-Dinner erleben und Sie werden erleben eine Tombola, bei der jeder gewinnt. Und viele Stars werden heute eben halt für den guten Zweck auftreten. Und hierzu lade ich Sie ein. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir stehen jetzt neben Herrn Ian Karan. Ich grüße Sie. Hallo erstmal. Guten Abend. Heute bei Light and Stars, die Premiere. Sagen Sie, sind Sie auch heute Förderer dieser Aktion? Ein kleinen Förderer, sagen wir mal so, weil ich vor den Rotwein hier, weil ich die Sache als solches toll finde. Mhm. Dunkelziffer e.V. und Hamburg Leuchtfeuer, nicht? Beide Sachen sind, beide Initiativen sind tolle Sachen. Sie engagieren sich ja auch viel kulturell und sozial. Gibt es da im Moment eine Herzensangelegenheit, ein schönes Thema, über das Sie auch noch sprechen wollen heute an diesem Abend? Oh, wissen Sie, in Hamburg gibt es viele Herzensthemen für mich persönlich, besonders mit Kindern und Jugendlichen, besonders mit Sprachforderungen und Integration. Wir machen eine Sache in Oslo für Born. Das ist mit Nachhilfeunterricht und auch mit Deutschunterricht einmal. Also Thema Integration. Thema Integration, absolut. Und in Wilhelmsburg habe ich, das sind zum Beispiel Lieblingsthemen von mir, in Wilhelmsburg eine Frauenfußballmannschaft oder Club, die wir fördern. Also das sind viele Sachen, was man heutzutage machen kann. Ihr sportliches Engagement ist ja auch sehr bekannt. Die Frage, geht es nochmal einen Weg in die Politik? Werden Sie sich auch nochmal wirklich sozial oder politisch, wirtschaftlich nochmal irgendwie einsetzen? Oder ist das Thema für Sie erstmal ad acta? Also Politik ist für mich ad acta. Ich lasse die Profis das machen. Sie wissen, wenn man ein normaler Mensch ist, dann wird man beliebt. Aber sobald man Politik macht, ist man sofort in einer Schublade. Und diese Schublade gefällt manchen und anderen auch nicht. Dann polarisiert man. Dann, das ist so, wird polarisiert. Und ich denke, ich habe meinen Part gespielt, ich habe meine Bürgerpflicht getan. Lass ich die das anderen haben Sie. Das machen. Genau. Dann ist es schön, Sie als Mäzen heute wieder anzutreffen. Und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Show und viel, viel Spaß. Und danke, dass Sie dieses Interview gegeben haben. Vielen Dank. Wir stehen heute hier neben einer der wichtigen Personen des Abends, und zwar Frau Falk. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Falk. Schönen guten Abend. Sie sind Vorstand und Geschäftsführerin von Dunkelziffer e.V. Und wir wissen, dass Sie sich einsetzen für Kinder, die sexuell misshandelt wurden. Würden Sie mal ein bisschen über Ihre Einrichtung berichten? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Heute Abend sind wir ja jetzt nicht mit unserem Tabuthema beschäftigt, sondern feiern. Ja. Feiern mit vielen Hamburgern, die uns unterstützen, und darüber freuen wir uns von ganzem Herzen. In unserer Einrichtung, es ist und bleibt wahrscheinlich noch für recht lange Zeit ein Tabuthema. Wir betreuen jährlich so ca. 40 Kinder in der Therapie. Wir haben ein Team von 15 Mitarbeiterinnen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen, Diplompädagogen, Diplompsychologen, und wir gehen in die Schulen und bieten Prävention an
und Beratung, ja, Beratung, Fortbildung, sehr, genau, sehr, sehr viel, ja, und Projekte. Therapie natürlich. Genau, auch, genau. Ich finde aber wichtig, auch an dieser Stelle Sie heute hier besprochen zu haben, denn der ernste Hintergrund soll ja nicht verloren gehen. Die Leute feiern zwar, aber auch die Gäste und die Zuschauer hier sollen natürlich wissen, worum es eigentlich geht, und sollen eigentlich auch wissen, dass diese Themen in Zukunft vielleicht auch medial enttabuisiert werden, nicht? Das ist richtig, und wir freuen uns natürlich, und ich glaube, jeder wird heute Abend feststellen, dass ein Tabuthema oder zwei Tabuthemen, eben Hamburg Leuchtfeuer, ist ja auch ein Thema, mit dem man sich nicht täglich beschäftigt, und eben sexueller Missbrauch an Kindern, dass er durchaus mit Glamour und Fröhlichsein verbunden sein kann, denn jeder trägt dazu bei, eben unsere beiden Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Also wir wünschen Ihnen an diesem Abend für Ihre Einrichtung sehr, sehr viel Erfolg. Und dass Sie weiter wachsen, weiter Privatspenden kriegen, durch Stiftungen, auch durch Unternehmen. Bitte, bitte wenden Sie sich an Frau Falk und unterstützen Sie diese Einrichtung. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch, Frau Falk. Ja, und jetzt die zweite wichtige Person des Abends, und zwar Frau Fischbach von Hamburg Leuchtfeuer, Geschäftsführerin. Ich grüße Sie. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir das Glück haben, auch Sie jetzt vor die Kamera zu bekommen, und auch über Ihre Einrichtung wollen wir natürlich berichten, denn auch Sie sind natürlich auf Spenden angewiesen, auf Privatspenden, auf Stiftungsspenden und von Unternehmen natürlich auch Spenden. Und es wäre mal ganz interessant von Ihnen zu erfahren, wie im Moment so die Entwicklung ist bei Ihnen. Sind Sie zufrieden? Kommen Sie klar? Sind Sie auch sehr modern aufgestellt, wie wir gelesen haben, wenn Sie ein bisschen was über die Einrichtung erzählen würden? Ja, sehr gerne berichte ich ein wenig von unserer Einrichtung. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, dringend auf Spenden angewiesen, veranstalten sehr vieles, um an das Geld zu kommen. Benefizveranstaltungen, Spenderwerbung, und dieser Abend heute ist so ein Beleg mehr, dass wir nicht alleine stehen, sondern Veranstalter und Hamburger Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Sehen Sie darin eigentlich einen Widerspruch, dass etwas Glamouröses stattfindet und andererseits eigentlich gefeiert wird für den guten Zweck? Ist das eigentlich ein Widerspruch, oder würden Sie sagen, man kann nur auf diese Art und Weise kommunizieren und die Menschen erreichen, wenn man ihnen nicht nur schwere, sag ich mal, Botschaften vermittelt, sondern ihnen das vielleicht auf etwas zugänglicher Weise vermittelt? Also feiern für den guten Zweck ist überhaupt kein Widerspruch zu der guten Sache, die wir tun. Es gehört zusammen, das Leben ist bunt. Wir lachen, wir weinen, und so soll es auch heute sein. Diese gute Atmosphäre für den guten Zweck, dagegen spricht überhaupt gar nichts. Sie sagten gerade auch bunt. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Team oder Ihrer Belegschaft erzählen? Viele ehrenamtliche Mitarbeiter oder auch amtliche Mitarbeiter. Ist, glaube ich, branchen- und generationsübergreifend alles dabei, ja? Hamburg Leuchtfeuer lebt von der Buntheit auch der Mitarbeitenden. 50 Hauptamtliche, 70 Ehrenamtliche, alle Altersgruppen, alle Kulturen, alle religiösen Hintergründe, und so wünschen wir uns auch. Lebensweisen akzeptieren für alle. Ich wünsche Ihnen heute Abend viel, viel Spaß, viel, viel Erfolg und weiter viel größere Aufmerksamkeit, dass Sie mit Ihrer Einrichtung die nächsten Jahre auch wirklich weiter gut überstehen können. Ja? Dankeschön, Dank. Frau Fischbach. Frau Ochsenknecht, auch Sie sind heute hier, um für die gute Sache mitzuwerben. Wie wurden Sie auf dieses Projekt aufmerksam gemacht, Hamburg Leuchtfeuer und Dunkelziffer e.V.? Kannte ich schon. Ich bin vor einigen Jahren auch mal, das war noch damals noch eine andere, hieß die Veranstaltung noch anders, war ich auch auf dem Laufsteg. Und da ich jetzt bei Megamodels bin, hat man mich deshalb eingeladen. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Toll. Sie wurden uns auch als Autorin mit vorgestellt. Gibt es im Moment gerade ein aktuelles Werk, das Sie im Moment promoten? Das gab es letztes Jahr, das kam im Mai raus, aber ich schreibe gerade am nächsten. Ja, das war eigentlich die Frage. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und dann bitte an die Kollegen. Danke. Danke, danke. Liebe Zuschauer, wir stehen jetzt neben Evelyn Hall, Model und Schauspielerin. Und Sie sind ja ein bekanntes Gesicht und Sie sind ja auch immer wieder, sag ich mal, bei vielen Wohltätigkeitsveranstaltungen. Im letzten Jahr haben wir Sie angetroffen bei Event Prominent und heute bei Light and Stars. Ja. Erzählen Sie mal ganz kurz, wie kamen diese sozialen Projekte, wie wurden die an Sie herangetragen? Eigentlich durch Ted Lino, der das ins Leben ruft. Ja. Und wenn man eigentlich dabei ist in dem Beruf, dann ist das selbstverständlich. Ja. Macht Freude, ist für einen guten Zweck. Und Spaß auch noch, und es ist eigentlich alles, was mit dem Beruf zu tun hat, ist so, ja, es ist so eingebunden in etwas ganz Wunderschönem. Toll. Sie haben so einen tollen Appeal und Sie wirken so grazil, also eine Grande Dame. Und wir wollen natürlich auch wissen, auf welchen Parketten Sie sich im Moment gerade begeben. Was sind im Moment so Ihre aktuellen Projekte? Ganz viel. Glaube ich Ihnen. Ja, es wird ein so Buch, ein Buch kommt raus und Schauspiel und vor allem Gesang.
Ja? Also ein Riesenprojekt, ja. Könnt ihr das so in Richtung Chanson gehen? Oder? Ich denke, Rock wird es eher sein. Rock? Ja. Dann machen Sie ja Heino sozusagen so ein bisschen jetzt das hier. Das weiß ich nicht, aber es gibt eine ganze Menge. Ja? Und das mischen wir mit Mode und... Ach, das ist ja herrlich. Das ist ja eine Kombination, die ist schon wieder einzigartig, ne? Sonst hat es keinen Sinn. Damit machen Sie sich unverwechselbar. Würden Sie denn sagen Rock in Englisch? Also weil auf internationalem Parkett wird man dann auch Englisch machen. Ja, ist sicher auch Französisch auch. Also es kommt so ein bisschen... Meine Sprachkenntnisse will ich so ein bisschen einbringen. Aber es ist Rock und Blues ist es schon, ja. Und gibt es noch ein anderes schönes kreatives Thema, worüber Sie gerne nochmal berichten wollen oder sprechen wollen? Ein kreatives Thema? Ja. Neben der Musik, vielleicht Malerei, Gestaltung, schreiben Sie auch? Naja, ist ja mein Buch, kommt ja jetzt erstmal raus, aber das Sprachen sind schon mein Hauptthema, ja. Ich muss jeden Tag an meinen Sprachen arbeiten. Weil Sie auch in vielen Ländern sind oder weil Sie auch viele Kulturen interessieren und durch Sprachen natürlich auch der Zugang zu den Kulturen leichter ist. Und weil ich auch dann meine Sprache beherrschen will und ich will es nicht verlieren. Ja. Es nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das kann ich verstehen. Aber es ist Ihre Leidenschaft. Ja, es ist. Frau Holl, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und hoffentlich auch wieder im nächsten Jahr. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Show. Dankeschön. Und beim Red Carpet. Ja, und weiter geht's heute hier neben einem Topmodel. Und zwar ist das die Franziska. Und die muss nicht in irgendwelche Castingshows, sondern die ist schon bei Megamodel Agency, richtig? Genau, da bin ich schon ein bisschen. Ich brauche keine Castingshow. Du wurdest gleich von der Straße weg erkannt oder gescoutet. Oder wie kam es eigentlich, dass du Model wurdest? Meine Tante war früher Model, als sie jünger war. Und sie hat mich dann, als ich so 14 war, zu einer Agentur mitgenommen. Und da habe ich direkt einen Vertrag bekommen. Und dann wird man da so reingeschmissen. Also Schönheit liegt in der Familie bei euch wahrscheinlich, ja? Anscheinend. Ich weiß nicht. Meine Tante sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und wie sieht denn so dein Tagesablauf aus oder der Monatsplan? Also bist du viel auf Reisen, auf internationalen Shows? Ist auch die Fashion Week für dich ein Thema? Ja, also Pläne gibt es eigentlich gar nicht. Also Plan kann man von Tag zu Tag. Aber ich bin eigentlich die meiste Zeit in New York und mache auch da die Fashion Week mit, international, Mailand, Paris, New York, alles. Und jetzt von bin ich alle jungen Damen träumen, hier ist ein lebender Traum wahr geworden, ja? Es ist immer so schön, wie man es sich vorstellt. Das ist auch sehr schwer manchmal, aber es macht super viel Spaß. Erzähl doch mal, was ist leidig, was ist anstrengend? Ist dieser Jetlag, dass man einfach immer wieder in verschiedene Sphären rein muss, ja? Nee, das geht. Also ich glaube, das Schwierigste ist echt, gerade bei der Fashion Week, dass man wirklich 6 Wochen lang jeden Tag mindestens 13 Stunden arbeitet. Und danach ist man dann doch irgendwann mal müde. Aber was sagt denn so ein Topmodel mal über so eine Castingshow wie Germany's Next Topmodel? Wie viel Realität steckt denn wirklich in diesem, sag ich mal, Produkt? Und haben diese Mädels wirklich eine Chance oder haben die ein Branding und sind hinterher wirklich reduziert auf ganz bestimmte Firmen, aber haben eben halt doch nicht die große, weite Welt vor sich? Ich muss gestehen, ich habe die ganzen letzten Staffeln nicht geguckt. Ich habe damals die erste Staffel mal geguckt und Lena Gerke ist ja tatsächlich auch was geworden. Also es gibt mit Sicherheit immer Ausnahmen, aber ja, es ist schon ein bisschen fernab. Also es geht dann doch über die Personality und wahrscheinlich auch die Beziehung und so, nicht? Sehr. Franziska, du bist wunderschön anzuschauen und du bist ja ein kleiner heimlicher Star. Ach, wirst du heute auch laufen auf der Bühne? Ich bin dabei. Na klar. Dann wünschen wir dir viel, viel Spaß. Es ist ja auch für eine gute Sache. Franziska setzt sich genauso ein für Hamburg Leuchtfeuer und Dunkelziffer e.V. Genau. Ich danke dir. Ja, danke auch. Schönen Abend. Frau Dr. Holst, wird man da zum Hypochonder? Ich war von Anfang an ein Hypochonder. Ich habe in meinem Studium, glaube ich, all das auch tatsächlich am eigenen Leib gespürt, worüber ich sozusagen gelesen und was ich studiert hatte. Das ist leider so, ja. Es wird ein bisschen weniger mit der Zeit. Werden Sie auch anderweitig irgendwo, sag ich mal, mit anderen Themen vertraut gemacht? Also ich sag mal, heute ist ja ein soziales Thema. Wie viel Bindung oder sag ich mal, wie viel Zuwendung haben Sie zu sozialen Einrichtungen und Themen überhaupt? Also ich engagiere mich als Botschafterin für verschiedene Vereine, die einen wirklich guten Zweck verfolgen. Ja. Ich finde, das ist sehr wichtig, wenn man schon in der Öffentlichkeit steht und die Möglichkeit hat, ein bisschen Beitrag zu leisten. Mhm. Das ist was Schönes, wenn man das auch macht und kann. Und Thema Prävention, was raten Sie Menschen allgemein? Jetzt gesundes Leben, jetzt zum Sommer, zum Frühjahr, gibt es da etwas, worauf Sie speziell achten? Oder haben Sie da Ihre Lebensform, die sich so über die Jahre so... Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich immer wieder erinnert. Gesundheit ist nichts Selbstverständliches, man muss was dafür tun. Und vielleicht ist jetzt ein guter Tipp zum Frühjahr hin, ein bisschen diese Frühjahrsenergie zu nutzen, mit irgendwas wieder anzufangen. Sport, gesunde Ernährung oder was auch immer dazu gehört. Sieht man denn Sie auch in einem anderen Format? Also neben der Medizin, gibt es da noch ein anderes Format, das Sie redaktionell begleiten? Ja? Also ich bin ja bei der Tagesschau viel, die meiste Zeit. Ich bin beim Ratgeber. Es gibt 2, 3 ganz spannende neue Projekte, über die ich natürlich noch nicht reden kann. Ach so. Aber auch was mit Medizin zu tun haben und auf die ich mich auch sehr freue. Also Kernkompetenz Medizin findet auch wieder seinen Auslass.
Was sagen Sie denn zur ZDF-Heute-Show? Was ist denn da eigentlich so Ihre Meinung dazu? Also, wann immer ich kann, versuche ich es in der Videothek zu sehen, in der Mediathek nochmal nachzusehen. Ja. Ich liebe es. Ja? Ja, sehr wunderbar. Nimmt man da Inspiration auf oder ist man eigentlich sehr reglementiert, dass man seine Nachrichten nicht auch ein bisschen lockerer oder mit einem kleinen, witzigen Unterton moderieren kann? Es kommt auf die Nachrichten an, beziehungsweise es kommt tatsächlich darauf an, welchem Format man das ist. Bei der Tagesschau, da würde ich schön, brav, konservativ bleiben wollen. Da kann man beim Wetter mal so einen kleinen Zwinkerer erlauben. Dr. Holz, vielen Dank für das schöne Interview und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, herrlichen, glanzvollen Abend. Zauberhaft. Dankeschön. Max von der Gröben, können wir ein ganz kurzes Interview mit dir machen? Ja. Artus TV. Ja, und jetzt stehen wir neben Max von der Gröben. Das ist ja der junge Mann, der eigentlich den Oscar für Deutschland gewonnen hat, nämlich die Goldene Kamera Nachwuchspreis. Ich grüße dich erstmal. Ja, danke. Sage einmal, ich habe hier deine Rede auch verfolgt. Ja. Und Schauspieler sind es ja eigentlich auch gewohnt, sich zu produzieren. Aber wenn man dann wirklich mal so eine Laudatio hält oder so eine Danksagung, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Ist das so ein Wechselbad der Gefühle, dass da alles plötzlich in einem, also an Gedanken herumschwirrt? Ja, also ich muss so sagen, also ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von nichts und deshalb auch keine Zeit oder irgendwie was vorzubereiten. Also die einzige Zeit war, als ich auf dem Weg zur Bühne war. Und ja, dann stand ich da oben und habe dann einfach mal so ein bisschen angefangen und dann kam ich da so einen ganz guten Redefluss und ja, dann kam es so heraus. Das war sehr charmant. Der Habe Kerkeling hatte ich ja anmoderiert und dann musstest du das vorlesen aus einem Buch und einen Reim bilden. Genau. Und auf den Reim mögen kam dann nur noch Max von der Gröben, ne? Genau. Irgendwas, der Kameranachwuchspreis geht an jemanden, den alle mögen und dieser heißt Max von der Gröben. Genau. Du sag mal, jetzt sind dir wahrscheinlich alle Wege offen, alle Türen offen. Hat sich nach diesem Preis was für dich geändert? Kann man sagen, unmittelbar danach hast du einen ganz anderen Status? Ja, auf jeden Fall. Also es war so, dass sehr viele Anrufe kamen und Anfragen für alles mögliche, Castings oder auch so tolle Veranstaltungen wie heute zum Beispiel. Und ja, so kommt man dann rum. Und wer selektiert das für dich? Ist das deine Agentur oder willst du da auch wirklich mit einwirken und sagen, für das soziale Thema will ich mich einsetzen, für den Film, der mich auch persönlich interessiert, will ich mich einsetzen? Oder überlässt du das ein bisschen sozusagen auch der Agentur? Na, also es ist so, meine Agentur kriegt so ziemlich alle Vorschläge und die leiten die dann alle an mich weiter und dann sage ich, ja, das möchte ich machen oder das nicht oder manchmal frage ich auch, ja, wie sieht es damit aus und so. Und aber sonst bin ich eigentlich immer offen für alles. Auf jeden Fall, Max, du bist ein ganz großer Sympathieträger. Also du bist einfach so ein, man muss es sagen, everybody's darling. Du hast einen unglaublichen Charme und ich glaube, du kannst jede Rolle transportieren. Und gibt es auch geschichtliche Themen? Also bestimmt hast du auch mal historische 2- oder 3-Teile mitgemacht, oder? Na, bis jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt das noch, dass ich irgendwann, weiß ich nicht, die deutsche, irgendwas im Zweiten Weltkrieg spiele oder dann... Irgendwas Geschichtliches. Genau. Ja. Und ja, nee, aber hätte ich auch mal Lust. Also an dieser Stelle empfehle ich mich hier mal und... alles neue Herausforderungen und neue Facetten, ne? Ja, ja. Auch mal den Bad Boy? Ja, den musste ich auch schon mal spielen und ich muss sagen, der macht auch Spaß. Also wenn man dann so ein bisschen was Aggressiveres oder Cooleres ist mal was anderes. Vielleicht auch, weil ich eigentlich... Ja, nicht so, Ben. Okay, ich danke dir, ich wünsche dir viel, viel Spaß heute und danke, dass du dich auch für die gute Sache einsetzt. Ja? Auf jeden Fall, gerne. Danke. So, wir stehen jetzt neben dem Womanizer, dem bekannten Schauspieler Stefan Luca. Und ich möchte dich eigentlich nicht auf dein Aussehen reduzieren. Das hat mich gerade ein öffentlich-rechtlicher Sender gemacht. Du bist die haben, Erste, ich danke dir. Ja, die haben nämlich gesagt, wenn du über den Schnee gehst, dann bringst du den Schnee zum Schmelzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist doch ein Charakter. Und ich glaube, ein Charakter will nicht auf sein Aussehen reduziert werden, sondern der will Botschaften rüberbringen und Menschen berühren und bewegen, oder? Ja, sag mal, dafür bin ich angetreten als Schauspieler. Das ist ein nettes Kompliment. Ja. Ich danke dir. Das mit dem Schneeschmelzen ist eine Legende. Da gibt's, wird leider nicht passieren, aber ja, wir sind angetreten, um Geschichten zu erzählen. Das ist das, was mich an dem Beruf, an dieser ganzen Geschichte reizt. Und wenn sich das so langsam vom Äußeren ins Innere wandelt, dafür bin ich sehr dankbar. Deswegen mache ich es auch noch. Du hast eine gewisse Tiefe in dir und man hat auch gehört von dir, dass du auch gerne böse Rollen spielst. Wahrscheinlich, um deine Facetten auch auszuspielen. Ich denke, der Nette, der kann natürlich nicht so viel rüberbringen wie der Böse. Was gibt es in Zukunft für Rollen? Wo werden wir dich sehen? Der Bergfahrer war ja mal eine sehr, sehr bekannte Rolle. Aber gibt es was Neues, eine neue Herausforderung? Gibt es auch ein internationales Angebot für dich? Ja, wir haben jetzt mehrere internationale Filme gedreht, die im Grunde im deutschen, europäischen Raum stattfinden. Das sind Kooperationen, ob das jetzt Störtebeker hier ein Hamburger Thema, da waren 3, 4 Länder sogar beteiligt.
Jetzt demnächst mache ich 2 Fernsehspiele fürs ZDF. Da freue ich mich sehr drauf. Das sind Arbeiten mit Regisseuren, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe. Und ich begehe gerne Neuland. Und das passiert jetzt gerade. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir drehen jetzt einen Film in München. Der heißt Die Gruberin. Da wird eine Idylle in einem kleinen Dorf, die kippt und wird quasi Kriegsschauplatz, als ein Bauer mit viel Land stirbt und die ganze Verwandtschaft sich dann auf dieses Erbe stürzt. Im Anschluss drehe ich dann einen Film, der heißt Die Nachbarin in Frankfurt. Also das sind jetzt so Sachen, die machen mir gerade sehr viel Spaß, weil diese Bücher einfach eine ziemliche Umdrehung haben und ich wandle immer gerne zwischen den Welten, beziehungsweise bei uns zwischen den Genren. Welchen Bezug hast du eigentlich zu sozialen Themen? Wie ist dieses Thema heute eigentlich an dich herangetragen worden? War dir das schon länger bekannt, für Hamburg Leuchtfeuer und Dunkelziffer e.V. einzutreten? Ich mache durch den Hamburger Weg. Ist ein Geschenk, wenn du irgendwann, sagen wir mal, als Schauspieler in die Position kommst, diese Position auch zu nutzen und zu sagen, tretet für etwas ein. Und das macht großen Spaß beim Hamburger Weg. Über den Hamburger Weg ist jetzt auch diese Kooperation entstanden. Und da freue ich mich sehr, weil man sieht einfach, wie viel entstehen kann mit kleinen Dingen. Und hier Leuchtfeuer und das, was wir jetzt hier heute Abend und Dunkelziffer e.V., ja, das sind Themen, die gehen mich als zweifacher Vater, geht mich das an. Das kann uns alle immer mal betreffen. Es sind ja auch Dinge, über die wir so gar nicht gerne nachdenken. Sind ja immer Dinge, wenn sobald sie einen treffen, treffen sie dich wie ein Schlag. Und es ist einfach großartig, dass dieser Eventualität vorgebeugt wird. Und das sind großartige Leute, die sowas machen. Und die Einrichtungen haben mir auch erzählt, dass sie diese Enttabuisierung wünschen, dass diese Themen also nicht verschwiegen werden, sondern durchaus an die Öffentlichkeit gebracht werden und durch Menschen wie euch natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Ich danke dir an dieser Stelle. Man muss wirklich sagen, wenn man neben dir steht, Charme und Esprit, du bist schon ein Typ. Ne? Also wenn wir uns dann in 2-3 Jahren wiedersehen, dann hoffentlich erkennst du mich noch. Ja, und Hollywood. Ich arbeite ja hier ran. Da kommt okay, der Charakter. Ja, okay, mal runterschwenken. Okay. Ich ziehe den Bauch ein. Herr Luca oder Stefan? Ja, wir haben jetzt Herrn Thomas Rath neben uns. Ich grüße Sie erstmal. Hallo, bekannt aus Germany's Next Topmodel. Richtig, genau. Und als Juror und als Kompetenz für Mode. Und Sie haben ja auch mit Frau Hoffmann eine Kooperation, die heute ja eine der Gastgeberinnen ist, ja? Absolut, genau. Frau Hoffmann ist eine Kundin von mir, eine super liebe Kundin von mir und führt natürlich die Mode von Thomas Rath. Wie kann es auch anders sein? Welche Zielgruppen spricht denn Thomas Rath an? Exakt die Kundin, die Frau Hoffmann einkaufen. Eigentlich auch Frau Hoffmann. Weil also, sie ist genau eine Frau, die Eleganz versteht. Wahrscheinlich mitten im Leben steht. Mitten im Leben steht und Eleganz versteht und sich einfach auch schön anzieht. Ja. Und auch feminin anzieht. Und auch Geschmacks, sag ich mal. Unglaublich geschmackssicher abbiegen, natürlich. Aber ganz wichtig ist halt eben, ein Qualitätsgefühl hat. Ja. Weil ich mache ja nun eine Mode, die sehr qualitativ hochwertig ist. Aber die Frauen auch zu Frauen machen. Ja? Und auch sehr, ich muss mal sagen, bisschen Diva und Frauen einfach. Ja. Und sie versteht das und deswegen kauft sie natürlich meine Mode ein. Ist auch Haute Couture dabei oder machen Sie auch Haute Couture? Ja. Nein, ich habe 2 Linien. Ja, ich habe eigentlich 3 Linien. Ich habe einmal Thomas Rath Trousers, was sehr sportlicher ist. Dann habe ich Thomas Rath Semi-Couture, das ist der Hauptteil. Und es gibt Thomas Rath Couture. Frau Hoffmann kauft alles. Oh ja, klar, für jeden Bereich. Mal Casual, mal High-End, Premium und so weiter. Genau, Herr Rath, also Sie sind ein unglaublich ansprechender Mensch. Dankeschön. Sie haben Esprit und Charme, das ist wirklich toll. Danke. Und ich wünsche Ihrer Mode weiterhin viel Erfolg, viel Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank. Wann sieht man Sie das nächste Mal im Fernsehen wieder? Was wird denn jetzt veröffentlicht? Aktuell komme ich von einem Dreh. Ja, und zwar aus dem Osten von Deutschland, in Leipzig. Und habe ein neues Format für Sat.1 gedreht. Und das habe ich gestern Abend noch gemacht. Und jetzt bin ich gerade mal wieder hier in Hamburg. Ja, ich danke Ihnen. Viel Spaß. Und danke, dass Sie sich auch für die gute Sache einsetzen. Immer sehr wichtig. Dankeschön. Sehr, sehr wichtig. Ich bin selber halt eben auch Botschafter für die UNESCO. Ja, und habe natürlich auch dort ein Riesenprojekt. Also da haben Sie wieder ein Fass aufgemacht. Da muss ich Sie auch noch mal ganz kurz zur UNESCO fragen. Unbedingt, was für Projekte gestalten Sie damit oder treuen Sie mit? Ja, also es geht um das Projekt Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Das ist ein großes Projekt der UNESCO in Burkina Faso, wo ich eine... Auch Schulen in Afrika? In Afrika, Burkina Faso. Ja, Schulen in Afrika Togo. Vielleicht? Eine Thema? Schule in Afrika, ja, genau. Mit Peter Krämer. Eine Ausbildungsstätte für Näher und Näherinnen. Und die trägt meinen Namen. Ja. Dafür stehe ich auch als Pate. Ja. Dafür sammle
sammle ich Geld, ich gebe Geld. Und Aufra Hoffmann kauft Kleider. Ich habe immer ein Kleid bei mir in der Kollektion, welches ich der gesamten Verkaufserlös spende in dieses Projekt. Und Aufra Hoffmann hat diese Kleider schon gekauft. Also Mode auch für den guten Zweck. Muss sein. Jetzt hat sich Herr Rath... Wir brauchen auch Menschen, denen es nicht so gut geht, die brauchen auch eine Aufgabe. Ja, und die müssen auch etwas lernen. Und das ist mir ganz wichtig. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Okay. Dankeschön. Bitte. Schönen Abend. Ja. Ja, das Schöne ist ja, liebe Zuschauer, dass ich selber gar nicht weiß, was ich gleich fragen werde. Es ist einfach eine Eingebung, es ist Empathie. Und jetzt steht Frau Christine Deck neben mir. Und wenn ich da nicht empathische Fähigkeiten hätte, bei diesem Charme, bei diesem Starlächeln, nun muss ich mal fragen. Du bist der Moderatorin, du bist Tanzprofi und wir haben heute den Herrn Lambi hier. Ist das ein gern gesehener Gast? Bist du mit dem so oder habt ihr eure Differenzen, wenn es um Beurteilung von Tanz, sag ich mal, Paaren geht? Nein, also Joachim und ich, wir kennen schon sehr, sehr lange und wir sind wirklich so, ne? Also er war unter anderem der mich damals... Entdeckt hat? Nein, aber er hat damals gesagt, Christine, geh mal zu Let's Dance und er hat mich dann motiviert, dahin zu gehen. Mhm. Schön, man hat dich neulich beim 16. Blauen Ball gesehen, also die Christine, die setzt sich ein und da ging es ja um die Kinderkrebsstation Hamburg-Eppendorf. Und heute geht es ja um Hamburg Leuchtfeuer, also ein Hospiz und es geht um Dunkelziffer e.V. für sexuell misshandelte Kinder. Wie kommt es oder wie schaffst du das überhaupt, so viele soziale Themen zu begleiten und gleichzeitig aber auch trotzdem noch an deiner Karriere zu arbeiten, ja? Also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja. Ich selber habe vor 2 Jahren auch eine Charity-Gala veranstaltet, eine Beauty- und Showdance-Gala. Mhm. Und habe da auch ganz tollen Erfolg gehabt. Und ich finde, man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, dann soll man das alles fördern und man soll sich einsetzen. Mhm. Und das mache ich so weit, wie es geht, wie die Zeit das zulässt. Ja, und ich habe die Christine Deck ja auch gefragt, was jetzt ansteht, welches geheimnisvolle Projekt. Leider ist das ja schon, es war ja so vor kurzem gerade und ich wirst du auch heute wahrscheinlich nicht enthüllen, welches tolle Projekt du machst, was weltweit irgendwo Aufmerksamkeit bekommen wird. Nein, das werde ich immer noch nicht verraten. Da müsst ihr euch noch mal ein bisschen gedulden. Liebe Zuschauer, dann werden wir in Serie immer die Christine Deck interviewen, in Serie. Und langsam wird sich hoffentlich dann das Geheimnis dann endlich mal entlüften, ja? Bestimmt. Also es hat was mit Mode zu tun, mit Beauty? Mit Beauty hat es. Mit Beauty, das war's. Ich danke dir, Christine. Viel Spaß heute Abend. Danke. Und jetzt hier neben Sonja Kirchberger. Ich freue mich, Sie jedes Mal wieder zu sehen. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Doch, Sie schreien mich so an. Ich freue mich auch, Sie jedes Mal wieder zu sehen. Also, wir haben Sie ja zuletzt auf der Fashion Week gesehen. Da haben wir Sie interviewt. Und davor ging es bei Tommy Hilfiger um die Promise Collection. Wissen Sie noch? Genau, in Hamburg auch. Beides Hamburg. Oder? Fashion Week Berlin dieses Jahr und Hamburg ist aber schon zwei. Promise Collection war letztes Jahr fast um dieselbe Zeit. Genau. Genau. Frau Kirchberger, und heute geht es um Hamburg Leuchtfeuer und es geht um Dunkelziffer e.V. So viele soziale Themen. Wie können Sie das denn alles vereinbaren, neben Ihrer Filmkarriere auch gleichzeitig so viele soziale Projekte zu begleiten? Ich begleite eigentlich relativ wenig soziale Projekte, denn es könnte auch mehr sein, weil es gibt so viele Bereiche, wo man helfen sollte oder die Menschen sensibilisieren sollte. Was wir da machen mit unseren Gastauftritten, sage ich jetzt mal, ist ja nur wieder zu sensibilisieren und zu sagen, hallo, die Vereine gibt es auch noch und die brauchen einfach die Unterstützung von uns allen. Und deswegen versuche ich auch hin und wieder meine Zeit auch dafür zu nutzen, aber ich könnte in der Tat ein bisschen mehr machen. Aber man muss ja sagen, die symbolische Bedeutung, dass sich bekannte Menschen des öffentlichen Lebens eben halt für diese Einrichtung einsetzen, ist nicht zu unterschätzen. Nein, das meinte ich mit sensibilisieren, dass man einfach wieder die Menschen da draußen erinnert, so wie wir uns selbst auch daran erinnern müssen, dass es die Vereine noch gibt. Das Leben ist schnell, das Jahr vergeht schnell und die Menschen brauchen aber unsere Hilfe und die Vereine und unsere Unterstützung. Und dieses Sensibilisieren ist für uns alle gleich wichtig. Wir haben sogar 2 lange Interviews eben gerade mit beiden Geschäftsführern geführt, von Dunkelziffer e.V. und Hamburg Leuchtfeuer. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir also auch sozusagen die, sag ich mal, Organisatoren und Initiatoren dabei hatten. Bevor wir Sie gleich wieder nicht mehr sehen und vielleicht das nächste Mal wieder in einem halben Jahr sehen, bei der neuen Veranstaltung, was liegt als nächstes an? Wo werden wir Sie wieder in den Fernsehmedien sehen? Oh, ich habe eine wunderbare Premiere am 7. Mai auf Sat.1, eine TV-Premiere mit einer köstlichen Komödie mit Stefan Lukas als männlicher Hauptdarsteller. Und ich habe das Resultat schon gesehen. Ich durfte den Film synchronisieren und danach auch wirklich ganz sehen. Ich glaube, er ist gut geworden und ich glaube, man vergeudet seine Zeit nicht, wenn man am 7.
um 20.15 Uhr Sat.1 guckt. Was ist inhaltlich die Story? 7. Mai. Inhaltlich die Story ist, es geht um einen Spiel, es ist eine Komödie, es geht um einen Spielzeugkonzern, dem es finanziell schlecht geht und ich bin da quasi die Frau, die das irgendwie missgewirtschaftet hat und es kommt ein Neuer an meine Stelle und ich gebe meine Position nicht sehr gerne auf und er muss mit dem Schlimmsten rechnen. Letzte Frage dazu, liegen Ihnen mehr tragische Rollen oder komödiantische Rollen? Wo sehen Sie mehr die Herausforderung für sich? Oder ist es bei Ihnen auch eine Stimmung, dass Sie sagen, ich möchte mich jetzt mal wieder einem lustigen Thema zuwenden zum Beispiel? Ja, Stimmung ist es auf jeden Fall auch, aber es geht im Angebot und Nachfrage. Denn wenn ich nur nach meiner Stimmung gehe, kommt das Angebot ja nicht. Ich glaube, dass das Drama und die Komödie Hand in Hand gehen. Mhm. Und deswegen interessieren mich genau die beiden Bereiche sehr. Mich interessieren dunkle Rollen. Mensch mit einem dunklen oder tiefen Geheimnis interessiert mich mehr wie vielleicht sogar als die Sympathieträgerin. Also ich ecke auch mal gerne an mit meinen Rollen. Ich möchte mich jetzt bei Ihnen bedanken und einfach nur sagen, the stage is yours, denn der rote Teppich wartet jetzt auf Frau Kirchberger und eine Armada an Fotografen. Ich danke Ihnen, schönen Dank. Tschüss, schönen Abend, bye. Jetzt der Star des Abends mit Miss Lucia Eliberti. Ich grüße Sie. Hallo erstmal. Welcome. Sorry, Miss Lucia Eliberti. You have a big performance tonight and you support Dunkelziffer e.V. and Hamburg Leuchtfeuer. A big institution here. Yes. Thank you. Yes, I am very happy to be here. Yeah, thank you. And wonderful organization. Yes, thank you. Und Ted Lino, Sie sind ja heute hier der Produzent und immer der Initiator dieser schönen Sache. Ja. Erzählen Sie doch ein bisschen was über die Produktion. Wie war das? War das sehr anstrengend oder war es anstrengend? Es war schön anstrengend. Es hat Spaß gemacht und es ist, sowas habe ich aber, glaube ich, in der Form noch nie gemacht. Mit den besten Models der Welt, ich meine mit einem Weltstar wie Lucia Eliberti, das ist natürlich was ganz Großes. Ja, wir wussten nicht, dass sowas gelingt und ich finde es toll, dass so eine große Diva, Operndiva, sich auch mal, wir sind ja nicht so groß, sich für so eine Sache engagiert. Also ich bin gerührt. And I'm so nervous, we are so happy. Ja, wie ich sie gesehen habe, sorry. Toll. Und heute werden ja viele Prominente für den guten Zweck auch auf dem Catwalk flanieren. Ja. Erzählen Sie noch mal ganz kurz, wer ist denn da zu sehen? Och, und Ihre Models sind zu viele, ne? Ja, es sind viele Models von Victoria's Secret, von Alice und fertig, Herr Lino, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich bin jetzt so ein bisschen nervös. Natürlich. Nicht nur wegen der Veranstaltung, ich bin mehr nervös wegen Lucia Eliberti. He's so nervous and the event is starting in a few minutes. I wish you so much luck and joy and fortune. Thank you very much. And thank you that you support this institution. This is the minimum. Which is a really good thing and for good intentions. I make many things like this in German. And now we have Lou here, just back in Germany recently. When did you arrive? This morning. Heute Morgen ist sie gekommen. Lou, you are a professional model, is that right? Yes, and now I'm doing more entertainment. I have a TV show. In what connection you are with Ted Lino? Ted Lino was one of the first people to ever use me when I moved to Paris. He was one of the first big choreographers to take a chance. Yeah. Did he discover you? In Germany, yes. Oh, wow. I was working in Paris, but yes. Let me interrupt you. Entschuldigung, ganz kurz, I have to translate. Also Ted Lino, der Produzent heute dieser Show und der Inhaber von Mega Model Agency, hat Lou in Germany bekannt gemacht. Mm-hmm. Lou, what was the last fashion show you were performing? Was war die letzte Fashion Show, die du gemacht hast? I now do more choreography. Where now I'm choreographing. I choreographed the second biggest fashion show on television. On television. Victoria's Secret is first. The second biggest show is called Rip the Runway, and I'm the choreographer. Sorry, ich glaube, sie hat was mit Victoria's Secret zu tun. Did I hear right? You make the choreography for Victoria's Secret too? No. Just the second biggest show. Die zweite große Show neben den. And it's called again? Rip the Runway. Rip the Runway. Yes. Great, and I'm wonderful. The choreographer. Where does it take part? We shot it last month. It will be on television next month. Yeah, where is it? Where was the show? Throughout the United States. It was in New York. Überall in New York war diese Show, die Lou geleitet hat als Choreografin. Lou, what is your task today? You're going on the catwalk today? I am going on the catwalk today, but I'm doing special things. Performing? Yes. You're always an artist too? You're a singer or something? Always. Yeah? Actress, dancer, everything. Also sie ist eigentlich ein Allround Talent. Yes. Macht eigentlich Schauspiel, Tanz, Gesang, alles. Last question for the institution today. Mm-hmm. You were involved, you were informed about what's happening here. What a dear charity to have for children. Yeah. Anything to deal with children, I am here. Also sie ist informiert, worüber sie sich heute auch einsetzt. Ist there a similar event
or similar engagement in America would you support? Because it's a problem everywhere in the world, not just in Germany. Right. So we have many organizations that are doing this. But anyone that helps the young is very important, because this is our jobs as adults to help the young. Also Lou ist auch in den Staaten natürlich engagiert, und auch da gibt es natürlich Thematik wie junge Menschen, die eben halt auch eben dann leider auch diese Themen erleiden müssen. Yes. They have to suffer from that criminal delict. Yes. Yeah. Lou, I wish you a great evening. Thank you. Have fun, have fortune in your life. Thank you. And grow up your career, and thank you that you were coming here. Thank you. Really. Strong appeal, lady. Starke Erscheinung. Ja, und wieder ein bekanntes Gesicht, Frau Marlies Möller. Ich grüße Sie mit der Tochter zusammen, richtig? Genau, mit Miriam. Miriam Möller, ich grüße Sie, hallo. Freut mich. Ich finde das ja auch schön, dass auch Sie heute hier sind. Sind Sie bei der Veranstaltung mitwirkend? Also organisieren Sie mit? Ja. Werden hier auch von Ihnen Menschen gestylt und noch schöner gemacht, ja, als Sie schon sind? Also ich habe ein 15-köpfiges Team hier, die alle ihren Sonntag geopfert haben. Für die gute Sache. Für die gute Sache. Also wir haben ja nachgefragt, und da haben sich so viele gemeldet. Das fand ich eine ganz tolle Einstellung von den Mitarbeitern. Und sie sind fleißig dabei. Frau Möller, kurz Übergang zu Ihrer Tochter. In welcher Branche sind Sie denn? Arbeiten Sie mit Ihrer Mutter zusammen oder sind Sie in völlig anderen, sag ich mal, Branchen tätig? Ich bin auch in der kreativen Branche tätig, aber in der Mode. Ah, schön. Und bin selbstständig. Und, als Designerin, oder haben Sie ein Label, das Sie vertreten? Ja, ich habe ein Label als Online-Shop, Miriam Möller, miriammöller.com. Der Name trägt, ja? Ja. Und entwerfe Tuniken, Kaftane und Kaschmir-Homeware. Seit wann unterstützen Sie das Projekt? Es hieß ja mal früher Event Prominent, wurde aber jetzt abgelöst oder stellvertretend gibt es heute Light and Stars. Ja, sind Sie schon ein bisschen länger dabei für die Thematik Hamburg Leuchtfeuer und Dummitziffer e.V.? Ja, nein, also kenne ich schon seit 30 Jahren, mache ihn mit alle Shows. Ich war mit ihm eigentlich in der ganzen Welt und habe vor einem Fachpublikum allerdings wunderschöne Shows gemacht, ganz toll, in Moskau, in Rio, in Sao Paulo. Also wir waren eigentlich überall und wir arbeiten wahnsinnig gerne zusammen, und er ist sehr professionell. Also dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Abend, glanzvoll inszeniert, und ich wünsche uns viel mehr Aufmerksamkeit noch für die Einrichtung, dass Sie sich heute für die gute Sache mit einsetzen. Besten Dank und auch ein gutes Dankeschön an Ihr Team natürlich auch. Ja. Nicht? Danke. Finde ich sehr nett. Danke. Und ein weiterer Star neben uns, und zwar Herr Lambi, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Sagen Sie mal, ich habe gerade recherchiert, Sie sind ja deutsch-spanischer Herkunft, ist das richtig? Das stimmt, mein Vater ist Spanier und meine Mutter ist Deutsche. Dann ist also sozusagen das Latino-Temperament in Ihnen beim Tanzen. Ja, bestimmt. Vielleicht nicht mehr so wie früher. Wir hatten gerade ein schönes Interview mit Frau Deck, die wir auch neulich beim 16. Blauen Ball getroffen haben. Und Sie sind ja auch Kollegen, und sie hat auch erzählt, dass Sie auch ein bisschen, sag ich mal, eingeführt haben, so mit in den Medien, da auch mal ein paar Tipps gegeben haben, die eine oder andere Sendung mitzubegleiten. Wie ist es heute für Sie? Sie sind ja ein Allrounder eigentlich. Also Sie tanzen, sind aber auch affin mit Zahlen und mit der Börse. Ist die Börse eigentlich noch Ihr Tagesgeschäft? Das absolute Tagesgeschäft nicht mehr, das ist gar nicht mehr machbar. Ja. Aber ich handle noch, ich moderiere sehr viele Börsenveranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Also ich möchte auch dieses Asset sozusagen mit der Börse schon beibehalten. Wo schlägt denn Ihr Herz mehr? Also für die Börse und die Zahlen oder für das Tanzen? Wobei man ja sagen muss, ein Punkterichter muss ja auch mit Zahlen umgehen können. Und da sind Sie ja eigentlich nicht so großzügig mit, wie man ja weiß. Natürlich, ich komme ja ursprünglich aus der Bankkaufmannslehre, und Börse ist immer noch, ich sage jetzt mal, eine ganz tolle und faszinierende Geschichte. Aber ich mache alles gerne, ich mache das auch heute Abend gerne, und ich bin gerne hier nach Hamburg gekommen, speziell für diesen wohltätigen Zweck, ich glaube, der sehr wichtig ist. Ja. Dafür danken wir Ihnen auch, dass Sie sich für Leuchtfeuer, Hamburg Leuchtfeuer und Dummitziffer e.V. einsetzen. Was ist das nächste Projekt bei Ihnen? Wo sieht man Sie in den Medien demnächst wieder? Ja, also wir haben ja jetzt erstmal bis Ende Mai Let's Dance. Zwischendurch gibt es dann immer mal noch die ein oder andere Geschichte. Und ich würde mal sagen, das zweite Halbjahr wird spannend, was nichts mit Tanzen zu tun hat, aber mit vielen anderen Dingen. Es gibt ja auch Parallelveranstaltungen, zum Beispiel in Österreich gibt es Dance Stars. Ja. Sind das, sag ich mal, so Kopien, bessere oder schlechte Kopien? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich alles deckungsgleich, nennt sich nur anders? Also es nennt sich anders, weil der Rechtegeber sitzt in England, nämlich die BBC, da kommt das Format her. Ja. Dancing Stars ist ein bisschen anders. Ich sag mal, die Österreicher sind ja auch ein bisschen anders. Die haben nicht so dieses Tempo wie wir. Grundsätzlich vom Grundprinzip ist es vergleichbar. Ja. Gut, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Genau, genießen Sie das, und danke, dass Sie sich für diese beiden sozialen Einrichtungen einsetzen. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss.
Lena, liebe Zuschauer, die Show ist gleich zu Ende und wen wir hier antreffen, das ist Frau Gisela Muth. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Sie sind ja bekannt auch als Society Lady und da würde ich gerne mal fragen, was sind denn so die repräsentativen Aufgaben einer Society Lady? Ich finde immer, Society Lady ist sowieso nicht eigentlich so ein toller Ausdruck. Ich muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, ich fühle mich nicht ganz wohl damit. Ja. Ich bin ja auch eigentlich Unternehmerin. Ja. Aber okay, wenn man halt auf viele Veranstaltungen geht, dann wird man gleich in die Schublade Society Lady gesteckt. Aber sind ja auch viele repräsentative, schöne Aufgaben damit verbunden, ja? Das ist das Einzige. Ja. Aber letztendlich an erster Stelle Unternehmerin, dann Society Lady. Okay, ich setze mich für viele gute Zwecke ein, wie zum Beispiel für Leuchtfeuer, ich spende oder auch für andere, für die UNESCO. Das finde ich auch wirklich gut. Aber okay, das mache ich auch lieber eigentlich im Stillen und hänge das nicht gerade an die große Glocke. Das finde ich ganz toll, diese Bescheidenheit. Und es geht ja um die Sache. Ja? Richtig. Finde ich toll. Also das, Sie wurden uns ja so vorgestellt. Das wäre es natürlich interessant, mal zu erfahren, was Sie unternehmerisch denn tun. Unternehmerisch, ich habe eine eigene Kosmetiklinie, die auch so heißt wie ich, Gisela Muth. Die vermarkte ich, da steckt auch viel Arbeit hinter. Einige Zeit habe ich Teleshopping gemacht, jetzt vermarkte ich es anders. Das ist schon, also ich habe einen richtigen Beruf, so ist nicht. Und viele sehen mich halt nur, ach komm, die macht sich nur schick, sonst macht die gar nichts. Und das ist überhaupt nicht, ich verdiene mein Geld, wie andere Menschen auch, aber ich finde das auch gut. Aber auf der anderen Seite helfe ich aber auch. Und das macht mir auch einfach Spaß und das sollte man auch tun. Frau Muth, das ist auch angekommen. Aber meine Frage wäre dann, Sie hatten es gerade erwähnt, die UNESCO. Ja. Was gibt es denn da schon? Wahrscheinlich geht es um Kinder da, ja? Da geht es um Kinder in Not. Aber dieses Projekt hier von Leuchtfeuer und Dingesel liegt mir also sehr am Herzen. Und ich mache das, ich bin also seit 10 Jahren dabei. Toll. Ich finde dieses Projekt auch wirklich, wirklich toll. Gerade missbrauchte Kinder, das ist ja so, was einem also ans Herz geht. Oder haben Sie recht. Das sind einfach so Sachen, und da ist man direkt vor Ort. Ja. Gut, UNESCO, das ist für mich auch wichtig, aber das ist etwas weiter entfernt. Ich meine, ich bin immer dabei, das ist für mich auch ein Muss. Aber hier, da ist man direkt nah dran und das finde ich eigentlich in Hamburg wirklich toll. Ich danke Ihnen vielmals. Ab jetzt ist es dokumentiert. Frau Gisela Muth ist in erster Linie Unternehmerin, die sich sozial engagiert und aber auch Gesellschafterin ist und Menschen gerne, sage ich mal, mit unterhält und aber auch einlädt zu empfängen. Und da sind eben halt natürlich auch Charity-Themen für Sie ganz relevant. Und das macht die Sache dann auch wieder hochwertig. Richtig. Ich danke Ihnen. Danke. Ja, und jetzt stehen wir neben Christa Kupsch. Ich grüße Sie von der Marke Wempel am Jungfernstieg. So ist es, ja. Ich finde es ganz toll, dass Sie jedes Jahr wieder was für Hamburg Leuchtfeuer und Dunkelziffer e.V. tun. Seit wann denn eigentlich genau? Also angefangen hat das Ganze 2009. Ja. Und da haben wir angefangen mit einem Schlüsselanhänger. Das ist der Schützling, ein silberner Engel. Damit fing das Ganze an. Es gibt aber noch mehrere schöne Anhänger mit schönen Botschaften, ja? Ja, und dann haben wir weitergemacht mit einem Glücksling. Das ist ein Schweinchen, ein Glücksschweinchen. Ja. Das war dann auch ausverkauft, aber wir haben festgestellt, dass der Schlüsselanhänger und mittlerweile auch der Anhänger mit dem Schutzengel ein Dauerbrenner ist, weil ein Schutzengel kann man immer und immer wieder gebrauchen und es gibt immer Anlässe. Und man kann nie genügend Schutzengel um sich herum haben. Also haben wir den gelassen und den alleine haben wir schon 4000 Mal verkauft. Ein voller Erfolg für die gute Sache. Natürlich. Ich muss ja auch nochmal hervorheben, dass Sie ja heute auch Gastgeberin sind mit Frau Feldmann von dem Modelabel Hoffmann, richtig? Genau. Waren Sie von Anfang an schon eigentlich hier mit Gastgeberin, Initiatorin oder Initiator ist ja eigentlich Herr Tedlino, Produzent? Initiator und das ist ja heute eine Premiere. Ja. So hat es das noch nie gegeben. Und Rita Feldmann vom Modehaus Hoffmann und ich, wir sind diejenigen, welchen die uns zusammengetan haben, gesagt, da machen wir mit. Wo kann man Ihre Marke eigentlich öffentlich noch weitersehen? Auf Messen vielleicht zum Beispiel? Wir haben auf verschiedenen Messen jetzt auch viele Mitbewerber gesehen. Sind Sie da auch unterwegs oder wo stellen Sie Ihre Kollektion aus? Wir haben ja unsere Einzelhandelsgeschäfte. Und da sind wir mittlerweile bei 28, das jüngste Geschäft in Peking. Wir sind zweimal in Hamburg, wir sind zweimal in München und wir sind in Paris, wir sind in New York, wir sind in Madrid, in Wien, in London. Und wir sind ein Familienunternehmen und trotzdem sehr international. Seit wann eigentlich? Seit 1878, da wurden wir gegründet in Elsfleth an der Weser von Gerhard Dietrich Wilhelm Wempel. Geschichtlich haben Sie das ja wirklich gut drauf. Mich würde natürlich auch interessieren, was gibt es an aktuellen Kollektionen? Wie hat man sich mittlerweile in der modernen Lifestyle-Gesellschaft ausgerichtet? Was würden Sie da gerne mal hervorheben? Ja, wir haben unser Atelier in Schwäbisch Gmünd und wir entwickeln immer neue Linien, die klassisch zeitgemäß sind bei Kim Eva Wempel.
ist die Inhaberin, die neben ihrem Vater, der schon der Senior genannt werden kann, immer mehr etabliert wird. Und da sind wir sehr stolz drauf. Dann wünsche ich Ihnen Unternehmen, Ihnen traditionellen Unternehmen vor allem, noch weiter viel, viel Erfolg und dass Sie auch weiter so schöne Einrichtungen unterstützen wie Dunkelziffer e.V. und Hamburg Leuchtfeuer. Und das setzt wirklich Maßstäbe und ich danke Ihnen dafür, dass Sie das wirklich alles unternehmen. Darf ich noch was sagen? Aber gerne doch. Am heutigen Abend hat auch ein kleiner neuer Talisman Premiere und der heißt Glücksrosi. Und das ist ein kleines Schweinchen in Sterling-Silber. Passt in jedes Portemonnaie, deshalb kann man jedem Herrn schenken, jeder Dame. Ein Portemonnaie muss man immer gut bestücken. Und wenn die Glücksrosi da drin ist, dann kann das nur gut sein. Herrlich. Hat einen Preis von 20 Euro in Sterling-Silber und 10 Euro gehen als Spende. Den schauen wir uns aber gleich dann nochmal an, ja? Ich danke Ihnen, ja? Tschüss. Danke auch. So, wir stehen jetzt neben dem Star-Stylisten, Hair-Stylisten Heiko Bott. Ich grüße dich, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, dich einzusetzen für Dunkelziffer e.V. und Hamburg Leuchtfeuer. Ja. Erzähl doch mal, wie fing denn das damals an bei euch? Also wir haben das ja das erste Mal betreut vor 9 Jahren und da hieß es ja noch Event Prominent und war ja ursprünglich mal die AIDS-Gala und das hat sich ja dann mit Dunkelziffer e.V. erweitert und finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil gerade die Unterstützung für vergewaltigte oder missbrauchte Kinder wahnsinnig wichtig und auch diese Hospizgeschichte, die jetzt irgendwie natürlich dazu gekommen ist, ist irgendwie, ich finde das ganz wichtig und mache das natürlich immer sehr, sehr gerne. Ja, du bist ja auch bekannt, dass du sehr viel Prominente frisierst und stylst und in deinem Stadtpalais, da kann man eigentlich das Rundum-Programm bekommen. Erzähl doch mal, wie man sich da so einen Beauty-Tag vorstellen kann bei dir im Stadtpalais. Ja gut, also man kann morgens um 10 Uhr kommen und bekommt als erstes erstmal einen Short Breakfast. Und danach bekommt man ja natürlich erstmal eine Beratung, Haare, Veränderungen, eventuell mit Farbe, eventuell mit Highlights. Aber wir bieten ja auch das ganze Körper-, Body- und Kosmetikprogramm an. Facials, Pediküre, Maniküre, also all over. Von der Haarspitze bis zum Fußzeh mit Waxing und alles, was man sich so wünscht. Und das kann man natürlich individuell gestalten. Da gibt es verschiedene Arten von Beauty Days und die dauern dann circa 4 oder 6 Stunden. Ja, und da ist man schon mal den halben Tag beschäftigt, ne? Aber nicht, vor nicht allzu langer Zeit gab es ja auch was Schönes mit Liliana Matthäus. Wir haben nämlich den André Zirke in Frankfurt getroffen beim Lea Award. Und da haben wir ihn natürlich auch über seine Modenschau befragt, wo du natürlich auch wieder involviert warst. Erzähl doch mal über die Modenschau dort etwas. Ja, da haben wir nun gestylt. Das war vor 3 Wochen im Hyatt Hotel. Mhm. Ja, das war eigentlich eine ganz schöne Show, weil André Zirke, der Boutique-Besitzer hier in Hamburg, das erste Mal eine Versace-Kollektion präsentiert hat. Und das war eben schon sehr besonders, weil in Hamburg war ja Versace lange nicht vertreten und Liliana Matthäus war halt als Model gebucht und hat sich auch sehr professionell da verhalten, ist auch, glaube ich, schon ein bisschen länger in dem Business und ich muss sagen, ich hatte einen sehr positiven Eindruck. Heiko, man kennt dich ja auch viel aus den Medien. Steht in nächster Zeit irgendwas Schönes an? Also wird man dich in einer Reportage mitsehen? Gibt es ein Event oder irgendeine Veranstaltung? Möchtest du da gerne noch was drüber erzählen? Naja, also jetzt sind wir ja gerade auf einem großen Event und als nächstes habe ich ein großes Event in Berlin in dem neuen Waldorf Astoria Hotel. Da gibt es auch wieder eine Charity-Gala und da sind wir auch mit von der Partie. Kannst du da die Thematik kurz erklären? Welches Charity-Thema ist es diesmal? Das ist vom Magnus-Hirschfeld-Zentrum organisiert und das ist so eine Art AIDS-Gala auch. Heiko, ich danke dir vielmals, dass du dich so sozial engagierst. Und wenn Sie Prominente sehen wollen oder bei Heiko mal frisiert werden wollen, da haben Sie den Premium-Hairstylisten in Hamburg. Dankeschön. Immer gern. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt stehe ich neben einem der attraktivsten Paare des Abends hier. Das ist die Isabel zu meiner Rechten und den Timo, Mensch. Mein Gott, die sehen aber auch toll aus. Da kann man ja fast Komplexe bekommen. Sag mal, wie ist denn das, wenn man so schön ist? Hat man damit Vorurteilen zu leben, Isabel? Oh ja, man wird natürlich schnell abgestempelt. Natürlich, ne? Ja, aber wenn ihr dann noch schlau seid, dann sind die Menschen nur noch neidisch. Genau, man muss sich nur mal mit denen unterhalten und dann die Vorurteile aus dem Weg räumen und dann ist alles wieder in Ordnung. Sag mal, ihr beide seid ja auch bei der Agentur von Ted Lino, Mega Models Agency. Mhm. Und da habt ihr mit Sicherheit auch eine Menge Bookings. Wo sieht man euch? Auf welchen, sag ich mal, öffentlichen Plätzen? Ist es die Fashion Week? Oder erzähl doch mal. Fashion Week, ja. Wir laufen beide in Mailand, Paris und New York. Also damit ging das immer los. Wo auch sonst natürlich. Wo auch sonst, was soll ich sagen? Also nicht in Arnsburg oder... Nee, heute geht es ja hier um die Charity Show. Richtig, ja. Und...
es kommt jetzt hin und wieder mal vor. Also wir die großen Zeiten so von damals, wo wir in Mailand und Paris und New York gelaufen sind, das ist mehr oder weniger vorbei. Wir sind also ein bisschen länger im Business. Ja. Und jetzt hat uns gefragt, ob wir noch hier mitlaufen. Da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Ne? Gut, und das ist ja sicherlich dann auch honorarfrei, weil es ja für einen guten Zweck ist, oder? Absolut, ja. Also auch ist Models, man auch gerne dabei. Toll, also auch Models setzen sich für den guten Zweck ein. Und wo sieht man dich auch demnächst überhaupt? Hast du schon Booking, wo du weißt, jetzt demnächst wieder morgen nach Mailand, Paris, Tokio, New York? Also vorerst sind es nochmal Kataloge, Otto-Katalog und Magazine, die InStyle. Und, schön. Ja. Was war denn so das letzte oder das schönste Ereignis für euch, für welchen Designer mal zu laufen? Was hat euch was gegeben? Rückblickend, wer will da gerne mal was sagen? Aldi und Lidl, wir haben so ein großes... Aldi und Lidl? Moment mal. So ein... Nein. Cut. Nein, okay. Ist es so? Ja? Na, kommt auch drauf vor, klar. Ja. Wir haben von Dolce & Gabbana über Calvin Klein, Hugo Boss, Ferragamo in Dubai. Und Aldi und Lidl hier natürlich auch gemacht. So, das sind dann... Nee, das ist echt das Erste, was mir in den Kopf kommt. Da haben sie mir so ein Hefeweizenglas in die Hand gedrückt. Jetzt erwischte mich hier gerade mit dem... Ist ja so ein bisschen Stilbruch, aber ich hoffe, dass du das überbieten kannst mit Aldi und Lidl. Nö, das lassen wir drin. Auch Aldi und Lidl oder irgendein Supermarkt-Discounter? Nee, so weit jetzt nicht. Ein toller Designer jetzt mal, komm. Lass mal was vom Stapel. Welcher also, Designer? Also ich muss echt sagen, ich mache einfach viele so... Kataloge und schöne Reisen und habe halt da ziemlich viele schöne Dinge erlebt und schöne Plätze gesehen und habe ich viel mitgenommen in der Zeit jetzt als Model. Auf jeden Fall seid ihr sehr natürlich geblieben, ihr seid sehr charmant und ich finde es so toll, wenn sich auch Models sozial einsetzen und vielleicht ist das ja auch nur so eine Übergangszeit, vielleicht geht es dann weiter in den Bereich Showbiz, wie Moderation oder Filme. Ist da irgendwas angedacht, geplant oder seid ihr da noch ein bisschen zurückhaltend und sagt, erstmal die Modegeschichte durchziehen? Ich muss sagen, warum ich hier jetzt aktiv mitmache, ist folgender Grund. Ich habe für zwei amerikanische Firmen vorher gearbeitet, in der Computersicherheitsbranche und Sicherheitslücken verkauft. Ja. Und von dem Geld, was ich da umgesetzt habe, habe ich auch immer 5-10% gespendet. Das ging damals an UNICEF und die Christoffel-Blinden-Mission. Wow. Und als Ted dann sagte, wir spenden hier an Leuchtfeuer und Dunkelziffer, habe ich mir gedacht, bin ich sofort dabei. Ja. Auf den Sonntag hat man sowieso nichts anderes vor. Also, auch du irgendwas Berufliches noch parallel mal gemacht oder noch angedacht, ja? Also ich habe schon ziemlich früh mit dem Modeln angefangen und ich werde das jetzt auch noch so lange, wie es so gut läuft, immer noch weitermachen und dann nachher mal schauen. Also die nächsten Jahre will ich definitiv noch so weitermachen. Okay. Vielen Dank für das schöne Interview und danke, dass ihr euch sozial hier mit eingesetzt habt. Ja, danke schön. Danke. Ciao. Sie sind der Star des jetzigen Programmpunkts sozusagen, und zwar der Auktion. Denn jetzt können Sie in Aktion treten. Sie können ganz große Stars sein und Ihre Hand heben. Sie müssen nicht singen, ich weiß, es wird nicht schwer. Schia Agathe hat Ihr Bestes gegeben. Aber Sie können Ihre Hand heben, meine Damen, Sie sollten es zugunsten von Dunkelziffer. Und Leuchtfeuer. Liebe Zuschauer, wir stehen jetzt neben Christiane Gräfin zu Rantzau. Ich grüße Sie, hallo erstmal. Danke sehr, ja, ich grüße Sie auch. Ja, Sie haben heute ja diese schöne Charity-Auktion mitgeleitet. Großer Freude. Und darf ich mal fragen, war es jetzt ein großer Erfolg? Absolut. Wenn Sie es mal so vergleichen, können Sie ein bisschen so resümieren? Naja, es ist immer alles relativ im Leben, aber ich muss sagen, es waren sehr gute Preise. Es ist weit über die Schätzung hinausgegangen von den Objekten. Besonders der Schmuck, muss ich sagen, der ging sehr hoch, der war ungefähr bei der Hälfte. Und dann die Barkassenfahrt ging verdammt gut, die war auch weniger als die Hälfte. Und ich fand, das war schon ein großer Erfolg für heute Abend. Ich mache ja sehr viel Benefizauktionen, nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in Monaco demnächst, in St. Moritz, verschiedentlich im internationalen und auch richtige Auktionen. Aber da geht es dann nicht um Charity nur, ne? Sie als Auktionatorin. Das sind Charity, aber ich mache jetzt in London eine richtige Auktion für Christie's, auch in Zürich. Das sind natürlich Auktionen, wo Sie was kaufen können, ohne jetzt den Gedanken zu haben, das für ein Benefiz. Sondern Sie wollen ein Bild kaufen, ein Picasso, würden Sie auch gerne haben, oder? Und den versteigere ich dann und da bin ich viel sachlicher. In der Benefiz ist man emotionaler. Und möchte man die Leute auch ein bisschen provozieren, mal nicht, so ein bisschen, damit sie wissen, was sie hier sind. Genau. Sie ersteigern dann manchmal auch Dinge, die sie vielleicht gar nicht wollen, aber irgendwie aus dem Moment heraus dann doch geben, weil sie das Geld für die Benefiz geben. Aber wie wird man denn bei Christie's Auktionatorin? Das ist ja eine steile Karriere. Ich glaube, darüber gibt es ja schon gar nichts mehr, oder? Das ist mein Nebenjob. Mein Hauptjob ist ein anderer. Also ich mache es nebenbei, was mir wahnsinnig Spaß macht. Das hat man erkannt. Man hat mich gefördert. Man hat mich trainiert und das Beste sind eigentlich die Übung ist die Auktion.
also regelmäßig auf dem, am Pult zu stehen und zu versteigern. Und ich mache es eben in Englisch und Deutsch. Und das gibt mir viele Freiheiten, dann auch international zu versteigern. Ich habe ja gehört, dass Sie auch andere soziale Themen unterstützen. Da war was in der Presse, Bridge the Gap. Da ging es ja um die Zusammenführung Sonja von jüdischen Landstein und palästinensischen Kindern. Das war ganz fantastisch. Da haben wir 350.000 Euro bekommen vor 2 Jahren. Toll. Hier im Bocelius Kunstforum. Das war großartig mit Kunst. Das war eben einmal für das Israel Museum. Da war das International Board da. Und die haben auch mitgesteigert. Und das habe ich in Deutsch-Englisch gemacht. Und es war sehr gute Kunst. Es war also die Kombination aus guter Kunst und tollem Zweck letzten Endes. Und die planen ja wieder was. Aber das verrate ich heute noch nicht. Abschließend möchte ich mir den kleinen Scherz erlauben. Wenn Dieter Bohlen Sie sehen würde, würde er wahrscheinlich sagen, hammermäßig, weil Sie ja mit dem Hammer sozusagen auf den Tisch hauen und klar, da nur wirklich eine Assoziation dazu haben. Der wäre heute ganz gut gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Der hat ein bisschen die Leute auf die Schippe genommen. Das wäre ganz gut. Aber ich glaube, er ist sehr sparsam mit seinen Finanzen. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich muss ja meine Aufgabe dazu haben. Ich fand es sehr schön. Mir hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen und toll, dass Sie diese Veranstaltung mit unterstützt haben. Danke für Ihr Interesse. Danke. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt ein ganz wichtiger Mann an meiner Seite, denn er hat ein Wahrzeichen in Hamburg erschaffen. Und zwar dieses Wahrzeichen, Freddy Braun, heißt Miniatur Wunderland. Ganz genau. Ich hätte niemals gedacht, dass das ein Wahrzeichen wird, als wir damals vor 12 Jahren angetreten sind, aber ich muss gestehen, ja, das ist es geworden. Du warst für mich immer der Hero, ich muss es einfach mal so sagen, als wirklich für mich eine wirklich bewundernswerte Figur, weil du etwas erschaffen hast in Hamburg, was einzigartig ist. Du hast ein Wahrzeichen für Hamburg erschaffen, du hast Kinder glücklich gemacht mit dieser Eisenbahn und das Ganze ist auch noch profitabel dabei. Und ich glaube, wenn man in glückliche Kinderaugen guckt, hat man doch alles richtig gemacht, oder? Das ist ein Traumjob. Wenn es mir auch mal schlecht geht, was ja zum Glück toi 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 sehr, sehr, sehr selten passiert, dann gehe ich einfach hoch zur Ausstellung, stelle mich einfach an die Anlagenkante, lausche links und rechts und dann hört man so, wie glücklich die Menschen sind, wie die alle strahlen und dann geht es dann selbst auch wieder gut. Es ist wirklich das Schönste, wenn man jeden Morgen, so wie ich, mit dem Lächeln aufstehen darf, es kaum erwarten kann, zur Arbeit zu gehen, wenn man so einen schönen Job hat. Plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Hast du auch mal nachts die Anlage für dich nur alleine angemacht mit deinem Bruder, wenn mal überhaupt niemand da ist und ihr euch gedacht habt, jetzt machen wir uns mal den Spaß, jetzt machen wir die Riesenanlage an, Miniatur-Wunderland-Anlage an und lassen mal die Züge da hin und her fahren. Ich muss gestehen, ich brauche tatsächlich meinen Bruder dazu, weil ich habe 2 linke technische Hände. Am Anfang war das wirklich so, wir konnten gar nicht mehr nach Hause gehen, wir wollten nicht weg, wir haben also wirklich selbst gebastelt und so. Inzwischen ist es so groß geworden, dass ich gar nicht mehr wüsste, wo ich anfangen soll zu spielen. Wie alles im Leben nach 12 Jahren spielt man nicht mehr so sehr. Aber ich liebe es, vor allem wenn ich mal eine Woche im Urlaub war, zurückzukommen, kann ich es gar nicht erwarten, was hat sich verändert. Weil es wird jeden Tag gebaut und da gehe ich auch selbst rum und entdecke immer die Neuigkeiten. Eigentlich müsstest du ja viel durch die Welt gereist sein, um Inspiration zu holen. So wird es auch sicherlich gewesen sein. Also wenn du in irgendeinem Kontinent bist, in irgendeinem Land, auf irgendeinem, sag ich mal, besonderen Platz oder an irgendeinem besonderen Platz, dass du sagst, Mensch, das fehlt uns noch in der Sammlung. Also mein Team hat immer ganz große Angst, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, weil das ist nämlich fast immer so. Dann komme ich irgendwie mit 9 verrückten Ideen zurück und ich war dann irgendwann mal Afrika. Da habe ich gesagt, jetzt wollen wir mal Afrika bauen und so. Man, eigentlich ist die Welt so groß und wir haben erst so wenig gebaut. Es gibt noch so viele Sachen, die wir noch nachbauen können. Ja. Und es ist tatsächlich gefährlich, weil man hat gar nicht genug Platz. Und wenn man so aus dem Urlaub zurückkommt, dann will man das alles bauen und kann das aber auch gar nicht verwirklichen. Dementsprechend ist es auch manchmal ein bisschen frustrierend. Dann müsst ihr doch jetzt mal Richtung Universum gucken, jetzt mal den Mond irgendwie erobern, oder? Wäre ja auch mal eine kleine Mondlandschaft. Also meine Jungs und Mädels vom Modellbau-Team, die wollen das lieben gerne, weil dann müssen sie sich nämlich nicht an die Realität halten. Die würden so lieben gerne mal irgendeine ferne Galaxie bebauen, so die ganze Fantasie laufen lassen. Aber nee, ich glaube doch, es gibt noch so schöne Länder wie als nächstes Italien, Frankreich und so. Die haben so schöne Vorbilder da, da werden wir uns richtig schön austoben können. Na gut, dann machen wir ein bisschen Berlusconi-Flair rein, ne? Da freuen wir uns schon drauf. Das Thema mit Bunga Bunga. Musst du mal ein paar Mädchen, so ein paar kleine Modelle hier dann auch, ne? Bunga Bunga. Ich danke dir und wie gesagt, viel Spaß, Miniatur, Wunderland, Eisenbad, Freddy Braun, ein Muss, ein Must-Have hier in Hamburg. Dankeschön. Danke auch. Und ich bin jetzt noch mit neben einer Gastgeberin hier, auch ganz wichtig, neben der Marke Wempe, die Marke Hoffmann. Frau Rita Feldmann, ich grüße Sie, hallo. Ja, hallo, ich begrüße Sie und ich freue mich, es war ein so toller Abend und wir sind noch ganz erfüllt und ich hoffe, Sie haben es auch so schön empfunden. Ja, Sie sind ja mit die Gastgeberin des Abends. Ja. Und seit wann begleiten Sie eigentlich dieses Projekt, das ja Herr Tertlino produziert? Also ich glaube schon seit 10 Jahren. Früher hieß es ja Prominent Event, aber dieses ist ja neu hier. Das ist genau, das ist völlig neue Ausrichtung. Ganz neu und Ted hatte die Idee und ich finde, wir arbeiten so lange schon zusammen. Wir machen ja auch immer Modenschauen hier im Elysee und ich kenne Ted schon sehr lange. Wie lange darf ich nicht sagen? Das macht ihn alt, hat er gesagt.
Sie sehen ganz bezaubernd aus, Sie sehen ganz schön aus, anzusehen. Und ich, meine erste Frage wäre natürlich, ist das ein Kleid Ihrer Kollektion? Ja, natürlich. Können Sie darüber ein bisschen was über Ihre Kollektion erzählen? Ja. Das ist ein Kleid von George und Arendt. Ja. Früher war das Kepler Couture, aber die haben sich jetzt umbenannt. Da heißen sie George und Arendt. Und wir führen diese Sachen schon ganz, ganz lange. Thomas Rath haben wir ja auch, aber Thomas Rath erst seit Anbeginn. Es war ganz komisch, ich besuchte den George und Arendt und urplötzlich sage ich, was ist das für eine Kollektion hier? Und da hieß es Thomas Rath, ganz neu. Ich sage, ich finde das so toll, ich muss den kaufen. Oh, und so lange ist es, aber diese Sachen hier, also die liegen mir sehr am Herzen, weil die machen alles für uns und wir verkaufen es gut. Und ja, Sie haben ja heute die ganzen schönen Abendkleider gesehen, das waren alles George und Arendt. Ja. Können Sie ein bisschen was über Ihre Zielgruppen erzählen? Also erstmal, wo ist Ihr Standort und welche Zielgruppen sprechen Sie an? Wir sind am Neuerwald 10 und wir sind ein Geschäft, das ist jetzt schon seit 123 Jahren am Neuenwald. Toll. Das ist schon wirklich eine Leistung, finde ich, in der heutigen Zeit. Also knapp 100 Jahre direkt am Neuenwald. Ja. Unsere Zielgruppe sind eigentlich ja die guten Hamburger, möchte ich mal sagen, die Hamburger Gesellschaft. Ja. Wir haben auch Kitong. Wir haben also viele Kulturmarken an Jona und früher hatten wir Brioni, als das noch so war. Aber unser Geschäft liegt eigentlich darin, dass Sie heute kommen können und sagen, ich hätte gerne dieses Kleid, aber in Größe 48 oder in 36. Wir machen alles. Ja, Wir haben ein eigenes Atelier und wir sind für unsere Kunden da. Wir tun Tag und Nacht, heißt ja tun. Toll, wir sind Dienstleister und das ist eigentlich gerade wichtig. Und das ist, wenn man seinen Beruf liebt, so wie ich, dann ist es eigentlich selbstverständlich und dann bringt das sehr viel Spaß. Denn so eine Veranstaltung ist ja auch mit viel Organisation verbunden. Aber es ist für diese beiden Dunkelziffer und Leuchtfeuer ist es für mich eine Herzensangelegenheit, da etwas zu machen. Und Ted's Light in Stars, ich muss Ihnen sagen, ich bin ganz glücklich und Ted ist einmalig, was er gemacht hat. Ja. Also ich muss sagen, das ist sehr harmonisch, das ist sehr familiär. Sehr die familiär. Prominenten setzen sich alle rührend hier ein. War die Models nicht, auch. War das aber nicht so, die Aliberti? Es ist doch eigentlich enorm, dass so eine Diva-Uhr plötzlich anfängt, Schumpelieder ungefähr zu singen. Das war ein Höhepunkt, Das ist doch ein Höhepunkt, das ist doch einfach nur schön gewesen. Ja, wunderbar. Ja. Und ich hoffe, dass Sie das in Serie weiter fortsetzen. Ja, das hoffen wir auch, dass wir das und immer für den guten Zweck. Und dafür nochmal herzlichen Glückwunsch für eine so schöne, gelungene Inszenierung und Veranstaltung mit einem so tollen sozialen Aber alleine 950 oder 970 Lose und jedes Los gewinnt. Wir haben wirklich rumgebettelt, das ist nicht sonst nicht so meine Art. Aber ich fand es grandios. Ja. Frau Hoffmann, besten Dank und im nächsten Jahr wieder, weil es so schön war. Ja, danke schön.
Soldiers now.